Das ist Arthur Thompson, besser bekannt als der Pate von Glasgow. Und das ist der Tag, an dem er seinen Sohn beerdigte. 5 Wochen zuvor ist dieser im Alter von 31 Jahren erschossen worden. Es war der Anfang vom Ende des Glasgower Verbrecherimperiums. Dies ist die außergewöhnliche Geschichte von 50 Jahren Verbrechen in einer der gefährlichsten Städte Großbritanniens. Eine Ära, in der Arthur Thompson vom kleinen Gauner zu Glasgows Mafiaboss aufstieg. Auf einer Skala mit 10 Punkten hätte er den Höchstwert erreicht, skrupellos. Es war die Zeit, als Glasgow in Verruf kam, als eine Stadt voller Gangster, die über Leichen gingen. Ich stürzte auf ihn los und rammte es ihm in den Hals. Mir wurde klar, der Mann ist tot. Es war eindeutig eine Racheaktion. Spektakulär durchgeführt. Er schlug mich und ich stach auf ihn ein. Er zog den Kürzeren. Die Geschichte handelt auch davon, wie Glasgow versuchte, seine brutale Vergangenheit hinter sich zu lassen. Doch trotz aller Verbesserungsmaßnahmen fand die Polizei eine Unterwelt vor, der sie nicht Herr werden konnte. Glasgow hat viele Gesichter. Das Glasgow von heute, Wirtschaftszentrum und Touristenmagnet. Nach offiziellen geschichtlichen Daten gilt Glasgow hinsichtlich Größe und internationaler Bedeutung als zweitwichtigste Stadt Großbritanniens. Aber die Stadt hat auch ihre Schattenseiten. Der Ruf Glasgows als eine Stadt voller Gewalt entstand in den 1920er und 30er Jahren. Andauernde Überbevölkerung und Armut, verstärkt durch die Weltwirtschaftskrise, schafften eine Parallelwelt sich bekriegender Gangs. Die Medien bezeichneten die Stadt als das Chicago Schottlands. Auch wenn es hier nicht die organisierte Kriminalität im Stile eines Al Capone gab, jedenfalls noch nicht. In dieser Welt gab es 2 Männer, die es vom typischen Glasgower Hardman zum Gangsterboss brachten. Die Rede ist von Arthur Thompson und Walter Norwell. Walter Norwell sollte Glasgows erster Pate werden. Seine Verbrecherkarriere begann in den späten 1930er Jahren. Als ich jung war, musste ich stehlen, um zu überleben. Meine Mutter ging zwar arbeiten, doch wenn ich etwas haben wollte, musste ich es klauen, weil wir es uns nicht leisten konnten. So wuchs ich auf. Ich wurde zum Dieb. Norwell wuchs in einem Mietshaus in der Gascube Road auf. Damals hatte auch Glasgow mit der Wirtschaftskrise und später mit den Kriegsentbehrungen zu kämpfen. Geld war knapp, doch Norwell fand 2 Wege ranzukommen, Diebstahl und Prügeleien. Als ich jung war, gab es hier viele Männer, die kämpften. Sie beschafften sich Geld über die Buchmacher. Für uns waren das echte Kerle, Männer, zu denen wir aufschauten. Wir wollten so sein wie die. Wenn wir groß wären, würden wir dasselbe machen. Im Teenageralter verdingte sich Norwell als Lehrjunge eines Kämpfers aus der Gegend. Er machte Erledigungen für ihn. Mit gerade einmal 17 Jahren kam er zum ersten Mal in Kontakt mit dem Schwerverbrechen. Mit einer Waffe im Mantel ging Norwell los. Er plante seinen ersten Raub. Er lauerte eine Verkäuferin auf, die ihren Tabakladen abschloss. Ich sah, wie die Frau die Rollläden herunterließ, rannte zu ihr, zog die Waffe und sagte, geh da rüber. Und dann räumten wir den Laden aus. Es war so einfach. Wir brauchten niemandem weh zu tun. Wir stellten unsere Forderungen und bekamen das Geld ohne größeren Widerstand. Obwohl Norwell gefasst wurde und ins Jugendgefängnis kam, war dies der erste Schritt seiner bevorstehenden großen Verbrecherkarriere. Nur wenige Kilometer entfernt träumte ein anderer aufstrebender Gauner auch vom großen Geschäft. Er sollte Jahre später die Verbrecherszene Glasgows beherrschen. Arthur Thompson. Als Arthur etwa 16 war, ging er in die Einkaufsstraßen, Duke Street etwa oder Springburn Road, und er sagte zu den Ladenbesitzern, dass er wüsste, dass das Schaufenster in der Nacht zerschlagen werden würde. Man sollte ihm einen 5er geben, dann würde er es verhindern. Der Besitzer sagte, verschwinde. In der folgenden Nacht ging sein Fenster zu Bruch.
Ausgehend von diesen bescheidenen Anfängen erpresste Thompson schon bald Schutzgeld von ein paar Dutzend Geschäftsleuten. Schon vorher hatte es diese Art von Verbrechen gegeben. Doch Thompson ging systematisch vor. Er war skrupellos und erfinderisch. In den 50er Jahren stieß der ehrgeizige Kleinkriminelle auf eine Einbruchsmethode der besonderen Art. Das Safe-Sprengen. Um Safes zu sprengen, musste man schon etwas drauf haben. Man brauchte die richtige Menge Nitroglycerin und andere Sachen. Man musste wissen, was man tat. In vielen Banken hatte sich seit dem 19. Jahrhundert kaum etwas verändert. Die Tresore konnten den modernen Sprengstoffen nicht standhalten. Thompson und seine Gang nutzten das, brachen in Banken ein, jagten Safes in die Luft und verschwanden mit dem Geld. 1954 planten sie einen Banküberfall im ländlichen Bowley. Thompson machte einen Fehler. Er verlor seinen Haustürschlüssel am Tatort. Die Folge: 4 Jahre Haft. Sowohl Thompson als auch Norwell machten bereits sehr jung Bekanntschaft mit dem Gefängnis. Doch dies festigte ihren Ruf im kriminellen Milieu nur noch mehr. Norwell kam nach seiner Haftstrafe in den späten 40er Jahren wieder frei und begann sofort damit, sich seine Bekanntheit zunutze zu machen. Er beschützte Wettbüros, so wie er es von anderen Hartmann gesehen hatte. Ein Mann verdiente damals vielleicht 5 oder 6 Pfund die Woche. Ich machte allein bei den Buchmachern etwa das 5- oder 6-fache. Für Norwell war dies längst nicht die einzige Einnahmequelle. Er machte sich in der Gas Cube Road breit. Es war zwar nur eine kleine Welt, doch er war auf gutem Wege, ihr Herrscher zu werden. Er beschützte Wettbüros, verkaufte Bordellen gestohlene Kleidung und Pubs geklauten Fusel. Es wurde automatisch immer größer. Eins kam zum anderen und das Geschäft wuchs und wuchs. Ab den frühen 60er Jahren schwamm das frühere Slum-Kid in Geld und konnte seiner größer werdenden Familie ein Ferienhaus kaufen. Sein Luxusleben hatte Norwell seinem Ruf als härtester Kerl Glasgows zu verdanken. Und diesen Ruf musste er verteidigen. Ich kämpfte nur, wenn ich herausgefordert wurde. Wenn mir jemand meinen Platz streitig machen wollte, sollte er es nur versuchen. Mick Gibson gehörte zu den Herausforderern, die sich einen Namen in der Gaunerszene machen wollten. Seine Idee war, den stärksten Mann der Gegend herauszufordern. Er sagte, ich habe gehört, du kannst kämpfen. Ich wollte es schon immer mal mit dir aufnehmen. Ich sagte, gut, wenn du es wirklich willst, gehen wir nach hinten. Also gingen wir nach hinten. Wir kämpften und irgendwann hatte ich ihn unter mir. Ich wollte den Kopf heben, aber er hatte mit den Zähnen mein Ohr gepackt. Plötzlich hörte ich es reißen. Ich hatte ein Messer in meiner Gesäßtasche und sagte, dass er das nicht nochmal machen würde. Und dann versuchte ich, ihm die Augen auszustechen. Ich erwischte ihn unter dem einen und über dem anderen Auge. Norwell verlor ein Stück Ohr, aber der Kampf war noch nicht entschieden. 3 Wochen später spielte er gerade Domino, als ihm ein Kumpel sagte, dass Gibson eine Revanche forderte. Gibson war mit so einem langen Messer aufgetaucht. Er sprach davon, mich umzubringen. Ich beendete mein Domino-Spiel, stand auf und ging raus. Ich hatte natürlich wie immer ein Messer dabei. Und so ging ich zu diesem Pub unten an der Ecke. Als ich hineinging, sah ich ihn mit seinen Leuten an der Bar stehen. Ohne zu zögern, ging ich hin und sprach ihn an. Hey, du hast nach mir gesucht? Er drehte sich rum und ich rammte ihm das Messer direkt in den Hals. Ich stach ihm 3-mal in die Brust. Er wollte weg, aber ich stach ihm in die Nieren und rammte ihm das Messer in seinen Hinterkopf. Ich bin völlig ausgetickt. Gibson war fürchterlich zugerichtet. Und obwohl er im Krankenwagen einen Herzstillstand erlitt, konnten die Ärzte ihm das Leben retten. Norwell wurde wegen versuchten Mordes verurteilt und sollte nie wieder in sein Verbrecherimperium in der Gas Cube Road zurückkehren. Das Glasgow, wie er es kannte, sollte es nicht mehr lange geben. In der zweiten Stadt im Königreich wurde es eng. Luft und Wasser waren verschmutzt, die sozialen Probleme enorm. Es musste sich etwas ändern. In den 60er Jahren wurden die Armenviertel, aus denen Leute wie Norwell kamen, abgerissen. Tausende Menschen wurden aus Glasgows Zentrum in neue Siedlungen umquartiert. Ihnen wurde ein neues Glasgow versprochen, sauberer, besser strukturiert und sicherer.
Ein Mann, der diese neue optimistische Ära zu verkörpern schien, war Arthur Thompson. In den 60ern war er das Paradebeispiel des ehrgeizigen modernen Geschäftsmannes. Er war ein guter Geschäftspartner und immer sehr elegant gekleidet. Ich hörte ihn niemals fluchen. In meinem Büro haben wir viele gute Geschäfte abgeschlossen. Ich schätzte ihn als sehr seriös ein. Doch Thompsons geschäftsmäßige Erscheinung war nur ein Deckmantel für kriminelle Machenschaften. Mit dem Geldverleih erweiterte er sein Geschäft. Einerseits betrieb er illegale Casinos, andererseits beteiligte er sich am Schrotthandel und dem Betreiben von Pubs. Er erhielt den Spitznamen Bomber Thompson. Als er versuchte, einige der einschlägigen Etablissements in der Gegend um Black Hill zu übernehmen, die Spielhalle und einen Pub, lehnten die Besitzer ab. Sie hatten entschieden, nicht zu verkaufen. Daraufhin ließ er sie hochgehen. Dieser Kerl war kreuzgefährlich. Die Polizei musste sich etwas Neues einfallen lassen, um mit Schwerverbrechern wie Thompson fertig zu werden. Durch gezielte Überwachung fand man heraus, wie groß sein Einfluss inzwischen war. Er war einer der Ersten, der in eine Telefonfalle tappte. Durch eine Abhöraktion kam heraus, dass er Kontakt zu den berüchtigten Crate-Zwillingen hatte. Tatsächlich flog er Business Class nach London, um für sie Geschäfte zu erledigen. Er war ein Vollstrecker. Er machte Leute fertig oder brachte sie um. So ging Arthur Thompson damals vor. Arthur Thompson war überall in der britischen Unterwelt gefürchtet. Wenige wagten es, ihm oder seinen Geschäftsinteressen in die Quere zu kommen. Im Mai 1966 stritten zwei Männer mit einem Buchmacher, der unter Thompsons Schutz stand, um lächerliche Geldbeträge. Kurze Zeit später waren beide tot. Polizist Joe Jackson und sein Bruder John beobachteten die Ermordung der beiden Männer genau von dieser Stelle aus. Wir kamen an diese T-Kreuzung hier und sahen plötzlich zwei Autos vorbeifahren. Einen Jaguar und einen weißen Lieferwagen. Ich erkannte, dass Arthur Thompson im Jaguar am Steuer saß. Der Jaguar kam von der Seite und drängte das andere Auto auf den Fußweg ab. Der Lieferwagen wurde von der Straße gestoßen, prallte gegen die Eisenbahnbrücke und wickelte sich um einen Pfosten. Ich lief zu dem Wagen, der hier stand. Es saßen zwei Männer drin und allem Anschein nach waren beide tot. Mir war klar, dass ich soeben Zeuge eines Mordes, eines Doppelmordes geworden war. Und ohne Zweifel war Arthur Thompson der Mörder. Die beiden Opfer waren James Goldie und Patrick Welsh. Die Polizei vermutete, dass sie sterben mussten, weil sie sich mit einem von Thompson beschützten Buchmachern angelegt hatten. Thompson wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Joe Jackson und sein Bruder John waren die wichtigsten Zeugen im Prozess gegen einen der gefürchtetsten Verbrecher von Glasgow. Dadurch schwebten sie in Lebensgefahr. Ich erhielt einen Anruf von der Kriminalpolizei. Sie sagten, sie hätten Informationen darüber, dass Thompson mein Haus in die Luft jagen wolle. Mein Bruder war ausgerechnet in der Nacht da. Das war sehr ungewöhnlich und noch nie vorgekommen. Aus Furcht vor einem Anschlag brachte Jackson seine Frau und seine Tochter in Sicherheit. 3 Monate später ging die Bombe hoch. Doch nicht Jackson sollte das Opfer sein. Am 22. August 1966 wurde Sprengstoff unter Arthur Thompsons Auto angebracht. Am nächsten Tag wollte er seine Schwiegermutter nach Hause fahren. Er wollte gerade losfahren, als die Bombe explodierte. Thompsons Schwiegermutter war sofort tot. Thompson hingegen überstand den Anschlag unversehrt, sowohl physisch als auch psychisch. Falls er daraus was gelernt haben sollte, dann haben weder ich noch seine Familie etwas davon mitbekommen. Ich glaube, er hat die Sache sehr gut weggesteckt. Doch wer hatte die Bombe gelegt?
Die Familie des Unfallopfers Patrick Welch kam als erstes in Frage. Drei seiner Verwandten wurden wegen des Racheaktes angeklagt. Kurioserweise kamen beide Fälle zeitgleich vor den Glasgower Gerichtshof. Im Nordflügel wurde die Anklage von Thompson verhandelt. Im Südflügel trat er als Schlüsselzeuge in einem Mordprozess auf. Doch er war alles andere als ein brauchbarer Zeuge. Auch wenn seine eigene Schwiegermutter getötet worden war, half Thompson der Staatsanwaltschaft nicht gern. Thompson kooperierte ganz sicher nicht mit der Polizei, denn als Zeuge auszusagen diente der Anklagevertretung. Und denen wollte er nicht helfen. Fragen Sie mich nicht warum, aber er hatte offenbar seine Gründe. Aufgrund von Thompsons fehlender Aussage wurde die Anklage fallen gelassen. Verurteilt wurde niemand. Die Vorwürfe gegen Thompson wurden durch eine Zeugenaussage grundlegend in Frage gestellt. Er sagte aus, dass nicht Thompson gefahren war, sondern jemand anderes. Dieser Bursche war ein glaubwürdiger Zeuge, kein Krimineller. Meiner Meinung nach hatte Thompson unverschämtes Glück, dass dieser Mann zufällig in der Nähe des Tatorts gestanden hatte und ihn praktisch aus der Sache rausboxte. Die Richter sprachen ein in der schottischen Justizgeschichte einmaliges Urteil, Fall ungeklärt. Arthur Thompson wurde freigelassen. Noch heute macht Joe Jackson dieser Fall zu schaffen. Die Zeugen, die keine Polizisten waren, machten Falschaussagen, weil sie bedroht und eingeschüchtert wurden. Ich kenne Thompson. Als der Wagen hinter mir auftauchte, sah ich ihn, erkannte ihn, es war Thompson. Glasgow änderte sich in den späten 60er Jahren. Herausgeputzte Hochhaussiedlungen hatten vielerorts die Elendsviertel verdrängt. Die hohe Kriminalität aus der Welt zu schaffen, erwies sich jedoch als schwieriger. Die Stadt galt als eine der gefährlichsten der Welt. Hugh Collins war Mitglied in einer Gang und verkörperte die Kultur der tief verwurzelten Straßengewalt. Wir trugen Messer bei uns. Immer. Wenn man keins dabei hatte, dann war man nicht normal. Collins war der Sohn eines bewaffneten Räubers und berüchtigten Hardmans. Als Teenager gründete er seine eigene Gang. Wir gehörten zum Kern jener Gruppe, die gerade als Shamrock von sich reden machte. Die Gangs machten sich in ganz Glasgow breit. Es gab die Cartels, die Tongs, Mary Hill, die Mary Hill Fleet. Wir hatten eine fiese kleine Gang. In den späten 60ern hatten sich in ganz Glasgow Dutzende Banden zusammengeschlossen. Sie waren zwischen unter 10 und mehreren hundert Mann stark. Es war ein Leben, in dem für einen Vollzeitjob kein Platz war. Also finanzierten sich viele ihr brutales Leben durch Raubüberfälle. Aus kleinen Ladeneinbrüchen wurde Bankraub. Erst knackten wir Nachttresore, dann stürmten wir Bankschalter. Während der 60er und 70er Jahre ging Collins wegen Bankraub und Körperverletzung im Gefängnis ein und aus. Und obwohl diese Welt schon chaotisch und gewaltvoll genug war, fiel er darin noch auf. Es gab eine Reihe von berüchtigten Leuten. Eine kleine Provokation reichte mir aus, um sie anzugreifen. Ich ging mit dem Messer auf sie los und machte ihnen klar, sie sollten aus meinem Pub verschwinden. Sowas eben. Ich war süchtig nach Gefahr. Ich war eine tickende Bombe. Collins schreckte mit seinem Verhalten sogar die eigenen Bandenmitglieder ab. Irgendwann beschlossen sie, ihm eine Lektion zu erteilen. Aus dem Hinterhalt griffen sie ihn an. Ich sah nur sein Gesicht, als er durch die Tür kam. Er hielt die Arme über Kreuz, er hielt ein Rasiermesser in der einen, ein Fleischerbeil in der anderen Hand, schlug zu und verpasste mir einen Schnitt von hier hinterm Ohr bis hier. Er erwischte mich am Kiefer und schlug mir alle Zähne aus. Collins sann auf Rache. Er suchte seine alten Kumpane in einer Bar im Stadtzentrum auf. Bei ihnen war Bill Mooney. Er war Mitglied einer rivalisierenden Gang, hatte sich aber mit dem Rest der Shamrock Gang angefreundet. Collins kannte Mooney kaum. Und dieser war zur falschen Zeit am falschen Ort. Das Lokal war voller Leute. Collins und seine ehemalige Gang waren gewappnet. Sie warteten nur auf den Auslöser. Ein Becher flog an mir vorbei und ich dachte, jetzt reicht's. Und als Mooney in seine Jackentasche griff, packte ich seinen Arm.
Es fiel einfach in meine Hand, das Messer, und ich verpasste ihm eine genau unter seine Rippen. Er stand auf und ich stürzte auf ihn los und rammte es ihm in den Hals. Mir wurde klar, der Mann ist tot. Man hat doch nicht die Absicht, jemanden umzubringen. Du denkst zwar dran, aber wenn es dann wirklich passiert, ist man geschockt. Ich habe immer noch Schuldgefühle, Mann. Ich habe diesem Kerl das Leben genommen. Er hätte vielleicht einmal Kinder gehabt. Hugh Collins wurde wegen des Mordes an Bill Mooney zu lebenslanger Haft verurteilt. In vielerlei Hinsicht war er ein Nachkomme der Glasgower Hartmen der 30er Jahre und ein Vorläufer heutiger Banden. Ein Mann, der eher auf Streit aus war als auf Geld. Dem professionellen Verbrecher der 70er Jahre ging es um das Geld. Doch verbesserte Tresore läuteten das Ende des Safe-Sprengens ein. Das Resultat? Viel mehr bewaffnete Raubüberfälle. Als die Safe-Knacker verschwanden, tauchten die bewaffneten Bankräuber mit Schrotflinten auf. Es wurde weniger riskant, geschnappt zu werden. Sie ballerten herum und verschwanden. Um 1976 gehörten bewaffnete Raubüberfälle zum Alltag. Zu dieser Zeit gab es viele, und ich meine wirklich viele, Banküberfälle und Überfälle auf Lohnausgabestellen in der ganzen Stadt. Ich war für eine bewaffnete Einsatztruppe zuständig. Wir waren die erste dieser Art und patrouillierten wirklich jeden Tag durch die Stadt. 1976 trat eine neue bewaffnete Räuberbande auf den Plan. Eine Gruppe, die als die XYY-Gang bekannt werden sollte. Die Mitglieder dachten sich große Coups aus und hatten eine Reihe von Zielen im Auge. Dazu gehörten Lohnausgabestellen und Banken. Detective Graham Pearson wurde zu einem der alltäglichen Überfälle auf das Miltoner Postamt gerufen. An jenem Morgen kam ein Postauto hier an und als der Fahrer den Postsack mit dem Bargeld ausgeladen hatte, kamen sie mit ihren Gewehren und drückten die Leute auf den Boden. Als sie den Sack mit dem Geld hatten, fuhren sie mit Vollgas mit ihrer Beute davon. An diesem Tag erbeutete die Gang 7.000 Pfund. Und dies sollte nicht der letzte Überfall bleiben. 17.000 ergatterten sie in einer Lohnausgabestelle in einem Krankenhaus, 3.000 in einer Bank. Diese Gang war nicht an großen Gewinnen interessiert, sondern an stetigem Geldfluss. Normale, unschuldige Menschen wurden extremer Waffengewalt ausgesetzt. Jede Woche zogen wir wieder los und behielten potenzielle Ziele im Visier. In einem verzweifelten Versuch, den Kopf der Gang ausfindig zu machen, sandte die Polizei ihre Informanten aus. Dann, nach einer 3 Jahre andauernden Einbruchserie, kam der Polizei der Name des 49-jährigen Walter Norville zu Ohren. Norville war mit der Zeit gegangen. Nachdem seine alte Welt zerstört worden war, machte er in den neuen Wohnvierteln einen Neuanfang. Er rekrutierte junge Schlägertypen und gründete eine Gang, die aus bewaffneten Kriminellen bestand. Norville konzentrierte sich auf die Planung. Er selbst machte sich nie die Hände schmutzig. Trotz seiner Verurteilungen leugnet er bis heute die Straftaten. Und doch weiß er eine ganze Menge über einen Mann, den er den Boss nennt. Der Typ, der es plante, kundschaftete tagelang die betreffende Institution aus, beobachtete, wann das Geld geliefert wurde und wann es ruhig genug war, um zuzuschlagen. Er plante auch den Fluchtweg. Das war seine Aufgabe. Er war der Boss. Auch wenn die Räuber stets bewaffnet waren, beteuert Norville, dass sie nie irgendjemanden verletzen wollten. Den Jungs sagte ich immer, dass sie keinem was zuleide tun sollten. Das waren auch nur arme Schweine wie wir. Durch viel Radau sollten sie Angst und Schrecken verbreiten und das taten sie auch, machten einen Heidenlärm, drohten. Auch wenn Norville und seine Gang sich selbst als feinfühlige bewaffnete Räuber sahen, dachten ihre Opfer darüber ganz anders. Für die Menschen war das eine furchtbare Zeit. Sie blickten in Läufe von Pistolen. Sie wurden angepöbelt, angegriffen, geschubst, getreten, rumgestoßen und bedroht. Es war großes Glück, dass niemand ums Leben kam. Norville stand unter Verdacht, doch der Polizei fehlten stichhaltige Beweise. Die Einbruchserie setzte sich bis zum Herbst 1977 fort. Die Wendung kam plötzlich. Bei einem Postraub wurde ein Gangmitglied, Phil Henry, gefasst. Als Kronzeuge versetzte er die Polizei in Erstaunen.
Er legte ein freiwilliges Geständnis ab, verriet, wer zur Gang gehörte, was sie machte und untermauerte seine Aussagen mit eindeutigen Beweisen. Henry führte Pearson zu den Old Kirkpatrick Hills außerhalb von Glasgow. Dort fanden sie Norwells abgesägte Schrotflinte und tausende Pfund. Norwells Glanzzeit mit der XYY-Mafia kam dank Phil Henry zu einem Ende. Phil Henry war eine Ratte. Er verpfiff seine Kumpels, um die eigene Haut zu retten. Er war ein Stück Dreck. 7 der wichtigsten Mitglieder der neu benannten XYY-Mafia wurden verurteilt. Ihre Namen gingen an die Öffentlichkeit. Walter Norwells Rolle als das in die Jahre gekommene Superhirn brachte ihm den Namen der Pate ein und eine Verurteilung zu 14 Jahren Gefängnis. Die Polizei hatte wegen des Jahre andauernden Terrors eine härtere Strafe gefordert. Norwell hingegen hielt das Urteil für ungerecht. Wenn man jemanden umbringt, kriegt man eine mildere Strafe, als wenn man Geld stiehlt. So sieht unser Rechtssystem aus. Nimm den Reichen nichts weg. Aber die Armen kannst du ruhig töten. Dir passiert nichts. Während Norwell bewaffnete Raubüberfälle verübte, war auch Arthur Thompson nicht untätig. Allerdings hatte er den gefährlichen Verbrechen den Rücken gekehrt. Arthur agierte ganz anders. Er machte Geschäfte in der Stadt. Er bezeichnete sich selbst immer als Geschäftsmann, nicht mehr und nicht weniger. Ein Geschäftsmann. Seine Vorgeschichte war mir unbekannt. Arthur Thompson hatte nur wenige Zeit im Gefängnis verbracht. Ab 1966 saß er seine längste Haftstrafe ab, 4 Jahre für Hehlerei. Dennoch war die Polizei ihm gegenüber immer misstrauisch. Ich weiß nicht, wie oft ich in seinem Haus war und er kontrollierte, ob die Polizei irgendwelche Wanzen bei ihm versteckt hatte. Dieses Haus sollte unter dem Namen Ponderosa berühmt werden, benannt nach der Ranch im TV-Western Bonanza. Thompson hatte Anfang der 80er Walter Norwell den Rang als sogenannter Pater abgelaufen. Die Polizei glaubte nicht, dass Thompson seine kriminellen Machenschaften aufgegeben hatte. Sie vermuteten, er sei nur cleverer geworden. Man sprach von Thompson als dem Paten, doch es gab auch noch andere, die in Glasgow als Mafiabosse galten. Für mich waren das eher Hehler. Sobald sie einen gewissen Status erreicht hatten, ließen sie junge Kerle die Drecksarbeit für sich erledigen. Der alte Arthur besorgte sich junge Burschen und lernte sie an. Sie wussten genau, was sie zu tun hatten, wenn sie von der Polizei erwischt wurden, dass sie nach einem Anwalt verlangen sollten. Verglichen mit ihnen war meine Generation dumm. Ich wusste ja nicht mal, was Rechte waren. In den frühen 80er Jahren suchte Thompson nach weiteren jungen Männern, die für ihn arbeiten sollten. Ihm kamen 2 Namen zu Ohren: Paul Ferris und Ian Blink MacDonald. Ferris war im Teenageralter durch Blink ins kriminelle Milieu geraten. Er war bei mir zu Hause und ich erzählte ihm von dem Geld, das ich verdiente. Und dann nahm ich ihn mit zu einem Überfall, um ihn zu überzeugen. Wir machten jeder ein paar tausend Pfund. Von da an verdienten wir 10.000, 20.000 Pfund im Schnitt. 2 Jahre lang gingen Blink und Ferris auf Beutezug. 1982 fand ihre Freundschaft ein jähes Ende. Schuld war Arthur Thompsons Sohn, Arthur Jr. In jener Nacht sollte ich Paul Ferris im Proven Mill Inn treffen. Ich ging nicht hin. Ich traf ihn am nächsten Tag und er erzählte mir, er sei vom jungen Arthur angeheuert worden. Ich fragte, was das bedeutete. Er darauf, naja, er hat eben viel von mir gehört. Laut Blink wollten die Thompsons Blink und Ferris zusammen anwerben. Ich fragte, warum will Thompson uns 2 Grünschnäbel, wenn er doch angeblich ganz Glasgow unter Kontrolle hat? Er antwortete mir, dass Thompson immer nach jungen Talenten suchte. Ich sagte ihm, aus ihm würde ein Schuldeneintreiber und Vollstrecker werden. Während wir uns die Finger schmutzig machen, sagte ich, wird der Pate die Füße hochlegen, Brandy und Zigarren genießen und sich einen Krimi reinziehen. Ferris hörte nicht darauf, er nahm den Job an. Er arbeitete nicht nur für Arthur Thompson Senior, sondern auch für Arthur Junior. Zeitgleich mit dem Beginn der Verbrecherkarrieren von Ferris und Thompson Jr. nahm der wohl tragischste Teil in der Geschichte der Glasgower Unterwelt seinen Lauf. Dabei ging es nur um Eiswagen.
Glasgows idealistische Stadtplaner hatten bei den neuen Wohnprojekten einige Fehler gemacht. Man nannte sie Fensterwind, denn es gab keinerlei öffentliches Leben, keine Läden, nichts. Ein paar pfiffige Eisverkäufer kamen auf die Idee, neben Stieleis auch Brot und Zigaretten anzubieten. In den 80er Jahren gab es diese Wagen überall und die Ganoven mischten kräftig mit. Lewis Scooby Rodden war einer von ihnen. Wenn man im Eiswagengeschäft war, machte man jeden Tag einen Haufen Kohle. Viele stahlen im Zentrum von Glasgow allen möglichen Kram, den sie dann an ihren Eiswagen verkauften. Besonders beliebt waren damals Zigaretten-Etuis. Zigaretten wurden immer und überall gekauft. Ende der 80er machte ich 2,5 Riesen jede Woche. Das war eine Menge Geld. Dafür nahm man es mit jedem auf. In einigen der ärmsten Viertel Glasgows brach schon bald ein Wettrennen um das große Geld aus. Ich hatte 3 Straßen, du hattest 3 Straßen, mein Kumpel hatte 3 Straßen. Doch wenn irgendein Fremder dazukam und in der Straßenverteilung mitmischen wollte, ging das Spielchen los. Das war der Eiswagenkrieg. 1983 verschärfte sich der Krieg. Ein Verkäufer starb an einer Stichwunde im Kopf. Im Februar 1984 wurde auf Andrew Doyle geschossen. Die Polizei stellte eine Sondereinheit zusammen, um der Lage Herr zu werden. Die Situation war todernst. Am 16. April 1984 wurde ein Feuer im Haus des Eiswagenverkäufers Andrew Doyle gelegt. In jeder Nacht starben 3 von Doyles Verwandten, darunter ein 18 Monate altes Baby. Er selbst und 2 weitere Familienmitglieder entkamen den Flammen zwar zunächst, erlagen aber später im Krankenhaus einer Rauchvergiftung. Die 6 Todesfälle schockierten die Bevölkerung. 2 Männer wurden schließlich wegen Mordes verurteilt. 20 Jahre später wurden sie entlastet und nach Revision freigesprochen. Noch heute wirft das ungelöste Rätsel seine Schatten. Doch es tobten noch unzählige andere Kriege in der Stadt. Jede Gesellschaftsschicht hat ihre Kleinkriege. In Glasgow gibt es ganz besonders viele. Wenn sich jemand in deinen Geschäftsbereich einmischt, dann unternimmst du etwas dagegen. Im Laufe der letzten 30 Jahre brachen Kleinkriege im Sicherheitsdienst, im Taxibetrieb und sogar in der Fensterreinigung aus. Doch all die Kriege in den kleinen Gewerben waren nichts verglichen mit dem, was im Drogenmilieu los war. Bis 1983 entwickelte sich Glasgow zur Stadt mit der höchsten Heroinsuchtquote in Großbritannien. Die Thompsons wollten sich unbedingt in der Drogenszene etablieren und dieses Mal war Arthur Junior der Strippenzieher. Doch ihm fehlte der brillante Geschäftssinn seines Vaters. Das Schlimmste, was ihm passieren konnte, war, Arthur Thompson zu heißen. Er stand unter dem Druck, genauso berühmt zu werden wie sein Vater. Aber weit gefehlt. Er war ein ziemlicher Hohlkopf und eine Enttäuschung. Wahrscheinlich auch für seinen Vater. Die Polizei wurde auf den jungen Arthur aufmerksam. Auch Joe Jackson, der zu der Zeit an der Spitze der Glasgower Kriminalpolizei stand. Bei einem Coup, der in die Geschichte eingehen sollte, zahlte Thompson Jr. 30.000 für eine Flasche Flüssigheroin. Über den wahren Inhalt war er sehr überrascht. In der Flasche war eine klare Flüssigkeit, klares flüssiges Wasser. Arthur brach in Wut aus über die Tatsache, eine Flasche Wasser für 30.000 Pfund gekauft zu haben. Er beauftragte Paul Ferris mit der Racheaktion. Später gab er zu, einen Mann an einer Ampel im Stadtzentrum in seinem Auto erstochen zu haben und einen anderen in einem Pub. Die Polizei war daraufhin Ferris und Thompson Jr. auf den Fersen. Ich wusste, dass die Polizei ihm etwas anhängen wollte. Also traf ich mich mit ihm und seinem Vater. Ich sagte, pass auf, ich habe Informationen aus verlässlicher Quelle, dass die Polizei dich schon bald hochnehmen will. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst nach Spanien abhauen. Thompson Jr. ignorierte den Ratschlag und dealte weiter mit Heroin. Unglücklicherweise stand Jonah McKenzie, einer der Männer, die er versorgte, bereits unter polizeilicher Beobachtung.
Wir bekamen die Information, dass vor dem Haus ein Auto vorgefahren sei. Der junge Arthur und einer seiner Kumpane stiegen aus dem Auto. Sie gingen ins Haus. Offensichtlich wollten sie Drogengeschäfte mit Jonah machen. Sie wurden von der Polizei gestellt. Es war ein dicker Fang. Im Alter von 25 Jahren wurde Arthur Thompson Jr. zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Handlanger seiner Familie, Paul Ferris, bekam 18 Monate für den Besitz von Waffen und Drogen. Nach seiner Entlassung entschied sich Ferris, nicht länger der kleine Lohnsklave der Thompsons zu sein. Der junge Arthur war ein Fettsack, er stopfte die ganze Zeit Süßigkeiten in sich rein. Paul Ferris war der Sohn, den Thompson Senior sich gewünscht hätte. Als er aus dem Gefängnis freikam, gründete Ferris seine eigene Gang mit zwei Kriminellen, Bobby Glover und Joe Bananas Hanlon. Im Prinzip ging er mit Hanlon und Glover genauso vor, wie der junge Arthur mit ihm vorgegangen war. Doch die Zusammenarbeit mit Hanlon und Glover sollte nur von kurzer Dauer sein. Mitte der 80er bekam Glasgow ein neues Image. Inspiriert von der extrem populären I Love New York-Kampagne entwarf Glasgow den Slogan Um Meilen besser. Der Tourismus begann zu prosperieren. Doch die Unterwelt wollte nicht auf dieser Welle schwimmen. Die Bandengewalt drohte jeden Moment zu eskalieren. Arthur Thompsons Feinde warteten nur auf die Gelegenheit, ihn zu erwischen. In jeder Stadt auf der Welt ist es dasselbe. Je größer die Macht, desto zahlreicher die Feinde. Wenn du der große Zampano bist, wollen die Leute dich von deinem Sockel stoßen. Der erste Anschlag ereignete sich, als Thompson in einem Büro auf einem Schrottplatz im Osten Glasgows saß. Es hört sich verrückt an, aber es wurde extra ein Killer der IRA aus Irland angeheuert, der Arthur Thompson ermorden sollte. Er ging zu ihm rein und ohne ein Wort zu sagen, zog er die Waffe. Er richtete sie auf Thompson und drückte ab. Die Pistole hatte Ladehemmung und der Killer flüchtete. Während der Typ aus dem Wohnwagen rannte, drehte er sich noch einmal um und begann zu schießen. Es wurden unzählige Schüsse abgegeben. Eine der Kugeln schlug auf das Pflaster auf und traf dann Arthur an der Leiste. Erneut weigerte sich Thompson, der Polizei zu helfen. Er behauptete, eine kaputte Drehbank hätte die Verletzung verursacht. So wurde nie jemand angeklagt. ...1990 befand sich der Journalist Stephen Wilkie in der Nähe des Ponderosa-Hauses, als er Zeuge eines weiteren brutalen Anschlags auf Thompson wurde. Ich wechselte gerade ein Rad an meinem Wagen. Plötzlich hörte ich ein Quietschen, einen dumpfen Aufprall und Fluchen. Als ich aufsah, erblickte ich einen aufgemotzten Ford-Sportwagen, der am Zaun zurücksetzte, und einen alten Mann, der unter dem Zaun eingeklemmt war. Dieser alte Mann war Arthur Thompson. Das Auto fuhr davon und ließ Arthur Thompson an den Zaun gequetscht zurück. Er hatte ein gebrochenes Bein, ein zerschnittenes Gesicht und eine gebrochene Nase, gebrochene Finger und gequetschte Rippen. Das war der Anfang vom Ende für Arthur Thompson. Am 17. August 1991 gab man Thompson Jr. in Vorbereitung seiner Entlassung 48 Stunden Freigang. Er fuhr nach Provenmill und hielt im Provenmill Inn an. Er konnte es nicht erwarten, sich an einer ganzen Reihe von Gangstern zu rächen. Ich war in einem Pub in dieser Straße hier. Er hatte eine Liste mit Namen von Leuten, die er töten wollte. Er zeigte sie herum, tönte, ich erschieße diesen, ich erschieße jenen, schaut euch das Messer an. Er hat dafür bezahlt. Thompson Jr. wollte noch am gleichen Abend seinen Vater besuchen. Das Haus seines Vaters war am einen Ende der Siedlung und Thompson Juniors Haus am anderen. Es gab eine Unterführung, doch Thompson Jr. entschied sich, lieber den kürzeren Weg auf der Straße zu nehmen.
Mit einem schallgedämpften Revolver wurde dreimal auf Arthur Thompson Jr. geschossen. Eine Stunde später wurde er für tot erklärt. Der Tod von Arthur Jr. war so etwas wie das Ende einer Ära. Es war so, als würde die nachkommende Generation übernehmen mit den Worten: Gib auf, alter Mann, dein Sohn war ein Witz. Wir haben ihn ausgeschaltet. Wer hatte Arthur Thompson Jr. auf dem Gewissen? In der Gerüchteküche der Unterwelt brodelte es gewaltig. Es ging dieser Gefängnistratsch rum. Wer könnte es getan haben, bla bla bla. Und dann machte der Name Paul Ferris die Runde. Ferris und Bobby Glover wurden zum Mord verhört und dann wegen einer anderen Straftat angeklagt. Während Ferris im Gefängnis bleiben musste, wurde Glover gegen Kaution freigelassen. 2 Wochen später rief ein nervöser Glover bei Journalist Stephen Wilkie an. Es war der Abend vor Thompson Juniors Beerdigung. Er war ein ängstlicher Mann. Keine 12 Stunden später sah ich ihn wieder. Bobby Glover saß auf dem Rücksitz eines Autos. Er hatte eine 22er Kugel im Kopf und eine 38er in der Brust. Am Morgen der Beerdigung wurde Bobby Glover ermordet in seinem Auto aufgefunden, zusammen mit einem weiteren Paar Juniors abgeladen. Viele vermuteten, die Tat ginge auf Thompson Seniors Konto. Für diesen Schlag nutzte Arthur Thompson noch einmal all sein Ansehen und all seine Macht in der kriminellen Szene. Es war eindeutig eine Racheaktion, spektakulär durchgeführt, und sein Sohn war nur 5 Wochen zuvor ermordet worden. Thompson Jr. lag kaum unter der Erde, als die Polizei ein letztes Mal im Ponderosa House eine Razzia durchführte. Sie fand nichts, was Thompson Sr. mit dem Morden an Hanlon und Glover in Verbindung gebracht hätte. Der Fall blieb ungelöst. Paul Ferris wurde im Fall Thompson Jr. wegen Mordes angeklagt. Die anschließende Gerichtsverhandlung war die längste in der Geschichte Schottlands. Am Tag der Verurteilung hielt ganz Glasgow den Atem an. Paul Ferris wurde in allen Punkten freigesprochen. Anschließend lief er sofort zum Journalisten Stephen Wilkie. Er sagte, er käme nur zu uns Presseleuten, weil wir ihn nicht erschießen würden. Wir waren sozusagen Pazifisten. Er wusste, wenn er mit uns in ein Hotel ginge, würde er am nächsten Morgen noch leben. Der Überlebenskämpfer Ferris ist auch heute noch am Leben. Er hat Bücher geschrieben und ist straffrei geblieben, seit er 2002 verkündete, ein ehrliches Leben führen zu wollen. Thompson Senior, der Pate von Glasgow, starb 1993. Er hatte eine Autobombe überlebt, den Anschlag durch einen Profikiller und einen Autounfall. Am Ende erlag er einer Herzattacke. Den Tod seines Sohnes hat er nie verwunden. Bei seinem Tod war er gerade mal 63. Ich denke, er starb an gebrochenem Herzen und nicht an einem Herzinfarkt. Die Thompson-Ära war vorüber und in Glasgow ging das Leben weiter. Die Stadt hat ihr Gesicht verändert. Der Ort, an dem Arthur Thompson und Walter Norville aufwuchsen, ist heute ein vollkommen anderer. Doch eine Unterwelt mit so tiefen Wurzeln wie in Glasgow verschwindet nicht einfach. Natürlich wird es immer neue Typen geben, die an ihre Stelle treten. Möglicherweise sind sie nicht genauso bekannt wie Thompson oder Norville. Vielleicht haben sie dazugelernt, vielleicht sind sie unsichtbarer, aber sie drehen noch immer dieselben krummen Dinger und sollten noch immer geschnappt und hinter Gitter gebracht werden. Wir haben kürzlich 170 Straßengangs in nur einer Stadt ausgemacht. Das sind viele. Und jeder hat etwa 20, 30, 40 Mitglieder, die dich sofort niederstechen würden, nur weil du aus der falschen Gegend kommst. Das hat sich nicht geändert. In den 80ern und 90ern hat er es nachgelassen, aber jetzt geht's wieder los. Das liegt an der wachsenden Armut. Über die Jahrzehnte hat sich das kriminelle Milieu gewandelt, ebenso wie Glasgow selbst. Von den Schutzgelderpressungen in den Elendsvierteln bis hin zu den Drogengeschäften in den Wohnsiedlungen. Glasgows Gewaltkultur besteht weiter. Die Stadt bringt noch immer gewalttätige Männer hervor, die hartnäckig und gewaltsam ihre Ziele verfolgen. Oder, wie Arthur Thompson Jr., daran zugrunde gehen. Joe Jackson, der zu der Zeit an der Spitze der Glasgower Kriminalpolizei stand.
Bei einem Coup, der in die Geschichte eingehen sollte, zahlte Thompson Jr. 30.000 für eine Flasche Flüssigheroin. Über den wahren Inhalt war er sehr überrascht. In der Flasche war eine klare Flüssigkeit, klares flüssiges Wasser. Arthur brach in Wut aus über die Tatsache, eine Flasche Wasser für 30.000 Pfund gekauft zu haben. Er beauftragte Paul Ferris mit der Racheaktion. Später gab er zu, einen Mann an einer Ampel im Stadtzentrum in seinem Auto erstochen zu haben und einen anderen in einem Pub. Die Polizei war daraufhin Ferris und Thompson Jr. auf den Fersen. Ich wusste, dass die Polizei ihm etwas anhängen wollte. Also traf ich mich mit ihm und seinem Vater. Ich sagte, pass auf, ich habe Informationen aus verlässlicher Quelle, dass die Polizei dich schon bald hochnehmen will. Wenn ich du wäre, würde ich schleunigst nach Spanien abhauen. Thompson Jr. ignorierte den Ratschlag und dealte weiter mit Heroin. Unglücklicherweise stand Jonah McKenzie, einer der Männer, die er versorgte, bereits unter polizeilicher Beobachtung. Wir bekamen die Information, dass vor dem Haus ein Auto vorgefahren sei. Der junge Arthur und einer seiner Kumpane stiegen aus dem Auto. Sie gingen ins Haus. Offensichtlich wollten sie Drogengeschäfte mit Jonah machen. Sie wurden von der Polizei gestellt. Es war ein dicker Fang. Im Alter von 25 Jahren wurde Arthur Thompson Jr. zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Handlanger seiner Familie, Paul Ferris, bekam 18 Monate für den Besitz von Waffen und Drogen. Nach seiner Entlassung entschied sich Ferris, nicht länger der kleine Lohnsklave der Thompsons zu sein. Der junge Arthur war ein Fettsack, er stopfte die ganze Zeit Süßigkeiten in sich rein. Paul Ferris war der Sohn, den Thompson Sr. sich gewünscht hätte. Als er aus dem Gefängnis freikam, gründete Ferris seine eigene Gang mit zwei Kriminellen, Bobby Glover und Joe Bananas Handlern. Im Prinzip ging er mit Handlern und Glover genauso vor, wie der junge Arthur mit ihm vorgegangen war. Doch die Zusammenarbeit mit Handlern und Glover sollte nur von kurzer Dauer sein. Mitte der 80er bekam Glasgow ein neues Image. Inspiriert von der extrem populären I Love New York-Kampagne entwarf Glasgow den Slogan Um Meilen besser. Der Tourismus begann zu prosperieren. Doch die Unterwelt wollte nicht auf dieser Welle schwimmen. Wir kamen an diese T-Kreuzung hier und sahen plötzlich zwei Autos vorbeifahren. Einen Jaguar und einen weißen Lieferwagen. Ich erkannte, dass Arthur Thompson im Jaguar am Steuer saß. Der Jaguar kam von der Seite und drängte das andere Auto auf den Fußweg ab. Der Lieferwagen wurde von der Straße gestoßen, prallte gegen die Eisenbahnbrücke und wickelte sich um einen Pfosten. Ich lief zu dem Wagen, der hier stand. Es saßen zwei Männer drin und allem Anschein nach waren beide tot. Mir war klar, dass ich soeben Zeuge eines Mordes, eines Doppelmordes geworden war. Und ohne Zweifel war Arthur Thompson der Mörder. Die beiden Opfer waren James Goldie und Patrick Welsh. Die Polizei vermutete, dass sie sterben mussten, weil sie sich mit einem von Thompson beschützten Buchmachern angelegt hatten. Thompson wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Joe Jackson und sein Bruder John waren die wichtigsten Zeugen im Prozess gegen einen der gefürchtetsten Verbrecher von Glasgow. Dadurch schwebten sie in Lebensgefahr. Ich erhielt einen Anruf von der Kriminalpolizei. Sie sagten, sie hätten Informationen darüber, dass Thompson mein Haus in die Luft jagen wolle. Mein Bruder war ausgerechnet in der Nacht da. Das war sehr ungewöhnlich und noch nie vorgekommen. Aus Furcht vor einem Anschlag brachte Jackson seine Frau und seine Tochter in Sicherheit. 3 Monate später ging die Bombe hoch. Doch nicht Jackson sollte das Opfer sein. Am 22. August 1966 wurde Sprengstoff unter Arthur Thompsons Auto angebracht. Am nächsten Tag wollte er seine Schwiegermutter nach Hause fahren. Er wollte gerade losfahren, als die Bombe explodierte.
Thompsons Schwiegermutter war sofort tot. Thompson hingegen überstand den Anschlag unversehrt, sowohl physisch als auch psychisch. Falls er daraus was gelernt haben sollte, dann haben weder ich noch seine Familie etwas davon mitbekommen. Ich glaube, er hat die Sache sehr gut weggesteckt. Doch wer hatte die Bombe gelegt? Die Familie des Unfallopfers Patrick Welch kam als erstes in Frage. Drei seiner Verwandten wurden wegen des Racheaktes angeklagt. Kurioserweise kamen beide Fälle zeitgleich vor den Glasgower Gerichtshof. Im Nordflügel wurde die Anklage von Thompson verhandelt. Im Südflügel trat er als Schlüsselzeuge in einem Mordprozess auf. Doch er war alles andere als ein brauchbarer Zeuge. Auch wenn seine eigene Schwiegermutter getötet worden war, Wirtschaftszentrum und Touristenmagnet. Nach offiziellen geschichtlichen Daten gilt Glasgow hinsichtlich Größe und internationaler Bedeutung als zweitwichtigste Stadt Großbritanniens. Aber die Stadt hat auch ihre Schattenseiten. Der Ruf Glasgows als eine Stadt voller Gewalt entstand in den 1920er und 30er Jahren. Andauernde Überbevölkerung und Armut, verstärkt durch die Weltwirtschaftskrise, schafften eine Parallelwelt sich bekriegender Gangs. Die Medien bezeichneten die Stadt als das Chicago Schottlands. Auch wenn es hier nicht die organisierte Kriminalität im Stile eines Al Capone gab, jedenfalls noch nicht. In dieser Welt gab es zwei Männer, die es vom typischen Glasgower Hardman zum Gangsterboss brachten. Die Rede ist von Arthur Thompson und Walter Nowell. Walter Nowell sollte Glasgows erster Pate werden. Seine Verbrecherkarriere begann in den späten 1930er Jahren. Als ich jung war, musste ich stehlen, um zu überleben. Meine Mutter ging zwar arbeiten, doch wenn ich etwas haben wollte, musste ich es klauen, weil wir es uns nicht leisten konnten. So wuchs ich auf. Ich wurde zum Dieb. Nowell wuchs in einem Mietshaus in der Glascube Road auf. Damals hatte auch Glasgow mit der Wirtschaftskrise und später mit den Kriegsentbehrungen zu kämpfen. Geld war knapp, doch Nowell fand zwei Wege ranzukommen, Diebstahl und Prügeleien. Als ich jung war, gab es hier viele Männer, die kämpften. Sie beschafften sich Geld über die Buchmacher. Für uns waren das echte Kerle, Männer, zu denen wir aufschauten. Wir wollten so sein wie die. Wenn wir groß wären, würden wir dasselbe machen. Im Teenageralter verdingte sich Nowell als Lehrjunge eines Kämpfers aus der Gegend. Er machte Erledigungen für ihn. Mit gerade einmal 17 Jahren kam er zum ersten Mal in Kontakt mit dem Schwerverbrechen. Mit einer Waffe im Mantel ging Nowell los. Er plante seinen ersten Raub. Er lauerte eine Verkäuferin auf, die ihren Tabakladen abschloss. Ich sah, wie die Frau die Rollläden herunterließ, rannte zu ihr, zog die Waffe und sagte, geh da rüber. Und dann räumten wir den Laden aus. Es war so einfach. Wir brauchten niemandem weh zu tun. Wir stellten unsere Forderungen und bekamen das Geld ohne größeren Widerstand. Obwohl Nowell gefasst wurde und ins Jugendgefängnis kam, war dies der erste Schritt seiner bevorstehenden großen Verbrecherkarriere. Nur wenige Kilometer entfernt träumte ein anderer aufstrebender Gauner auch vom großen Geschäft. Er sollte Jahre später die Verbrecherszene Glasgows beherrschen. Arthur Thompson. Es wurde automatisch immer größer. Eins kam zum anderen und das Geschäft wuchs und wuchs. Ab den frühen 60er Jahren schwamm das frühere Slum Kid in Geld und konnte seiner größer werdenden Familie ein Ferienhaus kaufen. Sein Luxusleben hatte Nowell seinem Ruf als härtester Kerl Glasgows zu verdanken. Und diesen Ruf musste er verteidigen. Ich kämpfte nur, wenn ich herausgefordert wurde. Wenn mir jemand meinen Platz streitig machen wollte, sollte er es nur versuchen. Mick Gibson gehörte zu den Herausforderern, die sich einen Namen in der Gaunerszene machen wollten. Seine Idee war, den stärksten Mann der Gegend herauszufordern. Er sagte, ich habe gehört, du kannst kämpfen. Ich wollte es schon immer mal mit dir aufnehmen.
Ich sagte, gut, wenn du es wirklich willst, gehen wir nach hinten. Also gingen wir nach hinten. Wir kämpften und irgendwann hatte ich ihn unter mir. Ich wollte den Kopf heben, aber er hatte mit den Zähnen mein Ohr gepackt. Plötzlich hörte ich es reißen. Ich hatte ein Messer in meiner Gesäßtasche und sagte, dass er das nicht nochmal machen würde. Und dann versuchte ich, ihm die Augen auszustechen. Ich erwischte ihn unter dem einen und über dem anderen Auge. Norwell verlor ein Stück Ohr, aber der Kampf war noch nicht entschieden. 3 Wochen später spielte er gerade Domino, als ihm ein Kumpel sagte, dass Gibson eine Revanche forderte. Gibson war mit so einem langen Messer aufgetaucht. Er sprach davon, mich umzubringen. Ich beendete mein Domino-Spiel, stand auf und ging raus. Ich hatte natürlich wie immer ein Messer dabei. Und so ging ich zu diesem Pub unten an der Ecke. Als ich hineinging, sah ich ihn mit seinen Leuten an der Bar stehen. Ohne zu zögern, ging ich hin und sprach ihn an. Hey, du hast nach mir gesucht? Er drehte sich rum und ich rammte ihm das Messer direkt in den Hals. Ich stach ihm 3-mal in die Brust. Er wollte weg, aber ich stach ihm in die Nieren und rammte ihm das Messer in seinen Hinterkopf. Ich bin völlig ausgetickt. Gibson war fürchterlich zugerichtet. Und obwohl er im Krankenwagen einen Herzstillstand erlitt, konnten die Ärzte ihm das Leben retten. Norwell wurde wegen versuchten Mordes verurteilt und sollte nie wieder in sein Verbrecherimperium in der Garscube Road zurückkehren. Das Glasgow, wie er es kannte, sollte es nicht mehr lange geben. In der 2. Stadt im Königreich wurde es eng. Luft und Wasser waren verschmutzt, die sozialen Probleme enorm. Es musste sich etwas ändern. In den 60er Jahren wurden die Armenviertel, aus denen Leute wie Norwell kamen, abgerissen. Tausende Menschen wurden aus Glasgows Zentrum in neue Siedlungen umquartiert. Ihnen wurde ein neues Glasgow versprochen, sauberer, besser strukturiert und sicherer. Ein Mann, der... Otto. Sie gingen ins Haus. Offensichtlich wollten sie Drogengeschäfte mit Jonah machen. Sie wurden von der Polizei gestellt. Es war ein dicker Fang. Im Alter von 25 Jahren wurde Arthur Thompson Jr. zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Handlanger seiner Familie, Paul Ferris, bekam 18 Monate für den Besitz von Waffen und Drogen. Nach seiner Entlassung entschied sich Ferris, nicht länger der kleine Lohnsklave der Thompsons zu sein. Der junge Arthur war ein Fettsack, er stopfte die ganze Zeit Süßigkeiten in sich rein. Paul Ferris war der Sohn, den Thompson Senior sich gewünscht hätte. Als er aus dem Gefängnis freikam, gründete Ferris seine eigene Gang mit 2 Kriminellen, Bobby Glover und Joe Bananas Handlern. Im Prinzip ging er mit Handlern und Glover genauso vor, wie der junge Arthur mit ihm vorgegangen war. Doch die Zusammenarbeit mit Handlern und Glover sollte nur von kurzer Dauer sein. Mitte der 80er bekam Glasgow ein neues Image. Inspiriert von der extrem populären I Love New York-Kampagne entwarf Glasgow den Slogan Um Meilen besser. Der Tourismus begann zu prosperieren. Doch die Unterwelt wollte nicht auf dieser Welle schwimmen. Die Bandengewalt drohte jeden Moment zu eskalieren. Arthur Thompsons Feinde warteten nur auf die Gelegenheit, ihn zu erwischen. In jeder Stadt auf der Welt ist es dasselbe. Je größer die Macht, desto zahlreicher die Feinde. Wenn du der große Zampano bist, wollen die Leute dich von deinem Sockel stoßen. Der erste Anschlag ereignete sich, als Thompson in einem Büro auf einem Schrottplatz im Osten Glasgows saß. Es hört sich verrückt an, aber es wurde extra ein Killer der IRA aus Irland angeheuert, der Arthur Thompson ermorden sollte. Er ging zu ihm rein und ohne ein Wort zu sagen, zog er die Waffe. Er richtete sie auf Thompson und drückte ab. Die Pistole hatte Ladehemmung und der Killer flüchtete. Während der Typ aus dem Wohnwagen rannte, drehte er sich noch einmal um und begann zu schießen. Es wurden unzählige Schüsse abgegeben. Eine der Kugeln schlug auf das Pflaster auf und traf dann Arthur an der Leiste. Erneut weigerte sich Thompson, der Polizei zu helfen. Er behauptete, eine kaputte Drehbank hätte die Verletzung verursacht.
So wurde nie jemand angeklagt. Thompson hatte nur wenige Zeit im Gefängnis verbracht. Ab 1966 saß er seine längste Haftstrafe ab, 4 Jahre für Hehlerei. Dennoch war die Polizei ihm gegenüber immer misstrauisch. Ich weiß nicht, wie oft ich in seinem Haus war und er kontrollierte, ob die Polizei irgendwelche Wanzen bei ihm versteckt hatte. Dieses Haus sollte unter dem Namen Ponderosa berühmt werden, benannt nach der Ranch im TV-Western Bonanza. Thompson hatte Anfang der 80er Walton Norville den Rang als sogenannter Pater abgelaufen. Die Polizei glaubte nicht, dass Thompson seine kriminellen Machenschaften aufgegeben hatte. Sie vermuteten, er sei nur cleverer geworden. Man sprach von Thompson als dem Paten, doch es gab auch noch andere, die in Glasgow als Mafiabosse galten. Für mich waren das eher Hehler. Sobald sie einen gewissen Status erreicht hatten, ließen sie junge Kerle die Drecksarbeit für sich erledigen. Der alte Arthur besorgte sich junge Burschen und lernte sie an. Sie wussten genau, was sie zu tun hatten, wenn sie von der Polizei erwischt wurden, dass sie nach einem Anwalt verlangen sollten. Verglichen mit ihnen war meine Generation dumm. Ich wusste ja nicht mal, was Rechte waren. In den frühen 80er Jahren suchte Thompson nach weiteren jungen Männern, die für ihn arbeiten sollten. Ihm kamen 2 Namen zu Ohren: Paul Ferris und Ian Blink McDonald. Ferris war im Teenageralter durch Blink ins kriminelle Milieu geraten. Er war bei mir zu Hause und ich erzählte ihm von dem Geld, das ich verdiente. Und dann nahm ich ihn mit zu einem Überfall, um ihn zu überzeugen. Wir machten jeder ein paar tausend Pfund. Von da an verdienten wir 10.000, 20.000 Pfund im Schnitt. 2 Jahre lang gingen Blink und Ferris auf Beutezug. 1982 fand ihre Freundschaft ein jähes Ende. Schuld war Arthur Thompsons Sohn, Arthur Jr. In jener Nacht sollte ich Paul Ferris im Provenmill Inn treffen. Ich ging nicht hin. Ich traf ihn am nächsten Tag und er erzählte mir, er sei vom jungen Arthur angeheuert worden. Ich fragte, was das bedeutete. Er darauf, naja, er hat eben viel von mir gehört. Laut Blink wollten die Thompsons Blink und Ferris zusammen anwerben. Ich fragte, warum will Thompson uns 2 Grünschnäbel, wenn er doch angeblich ganz Glasgow unter Kontrolle hat? Er antwortete mir, dass Thompson immer nach jungen Talenten suchte. Ich sagte ihm, aus ihm würde ein Schuldeneintreiber und Vollstrecker werden. Während wir uns die Finger schmutzig machen, sagte ich, wird der Pate die Füße hochlegen, Brandy und Zigarren genießen und sich einen Krimi reinziehen. Ferris hörte nicht darauf, er nahm den Job an. Er arbeitete nicht nur für Arthur Thompson Senior, sondern auch für Arthur Junior. Aber er hat die Sache sehr gut weggesteckt. Doch wer hatte die Bombe gelegt? Die Familie des Unfallopfers Patrick Welch kam als erstes in Frage. 3 seiner Verwandten wurden wegen des Racheaktes angeklagt. Kurioserweise kamen beide Fälle zeitgleich vor den Glasgower Gerichtshof. Im Nordflügel wurde die Anklage von Thompson verhandelt. Im Südflügel trat er als Schlüsselzeuge in einem Mordprozess auf. Doch er war alles andere als ein brauchbarer Zeuge. Auch wenn seine eigene Schwiegermutter getötet worden war, half Thompson der Staatsanwaltschaft nicht gern. Thompson kooperierte ganz sicher nicht mit der Polizei, denn als Zeuge auszusagen diente der Anklagevertretung. Und denen wollte er nicht helfen. Fragen Sie mich nicht warum, aber er hatte offenbar seine Gründe. Aufgrund von Thompsons fehlender Aussage wurde die Anklage fallen gelassen. Verurteilt wurde niemand. Die Vorwürfe gegen Thompson wurden durch eine Zeugenaussage grundlegend in Frage gestellt. Er sagte aus, dass nicht Thompson gefahren war, sondern jemand anderes. Dieser Bursche war ein glaubwürdiger Zeuge, kein Krimineller. Meiner Meinung nach hatte Thompson unverschämtes Glück, dass dieser Mann zufällig in der Nähe des Tatorts gestanden hatte und ihn praktisch aus der Sache rausboxte. Die Richter sprachen ein in der schottischen Justizgeschichte einmaliges Urteil, Fall ungeklärt. Arthur Thompson wurde freigelassen. Noch heute macht Joe Jackson dieser Fall zu schaffen. Die Zeugen, die keine Polizisten waren, machten Falschaussagen, weil sie bedroht und eingeschüchtert wurden. Ich kenne Thompson. Als der Wagen hinter mir auftauchte, sah ich ihn, erkannte ihn, es war Thompson.
Glasgow änderte sich in den späten 60er Jahren. Herausgeputzte Hochhaussiedlungen hatten vielerorts die Elendsviertel verdrängt. Die hohe Kriminalität aus der Welt zu schaffen, erwies sich jedoch als schwieriger. Die Stadt galt als eine der gefährlichsten der Welt. Hugh Collins war Mitglied in einer Gang und verkörperte die Kultur der tief verwurzelten Straßengewalt. Wir trugen Messer bei uns. Immer. Wenn man keins dabei hatte, dann war man nicht normal. Collins war der Sohn eines bewaffneten Räubers und berüchtigten Hardmans. Als Teenager gründete er seine eigene Gang. Wir gehörten zum Kern jener Gruppe, die gerade als Shamrock von sich reden machte. Die Gangs machten sich in ganz Glasgow breit. Es gab die Cartels, die Tongs, Mary Hill, die Mary Hill Fleet. Wir hatten eine fiese kleine Gang. In den späten 60ern hatten sich in ganz Glasgow Sein Luxusleben hatte Norville seinem Ruf als härtester Kerl Glasgows zu verdanken. Und diesen Ruf musste er verteidigen. Ich kämpfte nur, wenn ich herausgefordert wurde. Wenn mir jemand meinen Platz streitig machen wollte, sollte er es nur versuchen. Mick Gibson gehörte zu den Herausforderern, die sich einen Namen in der Gaunerszene machen wollten. Seine Idee war, den stärksten Mann der Gegend herauszufordern. Er sagte, ich habe gehört, du kannst kämpfen. Ich wollte es schon immer mal mit dir aufnehmen. Ich sagte, gut, wenn du es wirklich willst, gehen wir nach hinten. Also gingen wir nach hinten. Wir kämpften und irgendwann hatte ich ihn unter mir. Ich wollte den Kopf heben, aber er hatte mit den Zähnen mein Ohr gepackt. Plötzlich hörte ich es reißen. Ich hatte ein Messer in meiner Gesäßtasche und sagte, dass er das nicht nochmal machen würde. Und dann versuchte ich, ihm die Augen auszustechen. Ich erwischte ihn unter dem einen und über dem anderen Auge. Norwell verlor ein Stück Ohr, aber der Kampf war noch nicht entschieden. 3 Wochen später spielte er gerade Domino, als ihm ein Kumpel sagte, dass Gibson eine Revanche forderte. Gibson war mit so einem langen Messer aufgetaucht. Er sprach davon, mich umzubringen. Ich beendete mein Domino-Spiel, stand auf und ging raus. Ich hatte natürlich wie immer ein Messer dabei. Und so ging ich zu diesem Pub unten an der Ecke. Als ich hineinging, sah ich ihn mit seinen Leuten an der Bar stehen. Ohne zu zögern, ging ich hin und sprach ihn an. Hey, du hast nach mir gesucht? Er drehte sich rum und ich rammte ihm das Messer direkt in den Hals. Ich stach ihm 3-mal in die Brust. Er wollte weg, aber ich stach ihm in die Nieren und rammte ihm das Messer in seinen Hinterkopf. Ich bin völlig ausgetickt. Gibson war fürchterlich zugerichtet. Und obwohl er im Krankenwagen einen Herzstillstand erlitt, konnten die Ärzte ihm das Leben retten. Norwell wurde wegen versuchten Mordes verurteilt und sollte nie wieder in sein Verbrecherimperium in der Glasgow Road zurückkehren. Das Glasgow, wie er es kannte, sollte es nicht mehr lange geben. In der zweiten Stadt im Königreich wurde es eng. Luft und Wasser waren verschmutzt, die sozialen Probleme enorm. Es musste sich etwas ändern. In den 60er Jahren wurden die Armenviertel, aus denen Leute wie Norwell kamen, abgerissen. Tausende Menschen wurden aus Glasgows Zentrum in neue Siedlungen umquartiert. Ihnen wurde ein neues Glasgow versprochen, sauberer, besser strukturiert und sicherer. Ein Mann, der diese neue optimistische Ära zu verkörpern schien, war Arthur Thompson. In den 60ern war er das Paradebeispiel des ehrgeizigen modernen Geschäftsmannes. Er war ein guter Geschäftspartner und immer sehr elegant gekleidet. Ich hörte ihn niemals fluchen. 1990 befand sich der Journalist Stephen Wilkie in der Nähe des Ponderosa Hauses, als er Zeuge eines weiteren brutalen Anschlags auf Thompson wurde. Ich wechselte gerade ein Rad an meinem Wagen. Plötzlich hörte ich ein Quietschen, einen dumpfen Aufprall und Fluchen. Als ich aufsah, erblickte ich einen aufgemotzten Ford Sportwagen, der am Zaun zurücksetzte, und einen alten Mann, der unter dem Zaun eingeklemmt war. Dieser alte Mann war Arthur Thompson. Das Auto fuhr davon und ließ Arthur Thompson an den Zaun gequetscht zurück. Er hatte ein gebrochenes Bein, ein zerschnittenes Gesicht und eine gebrochene Nase, gebrochene Finger und gequetschte Rippen. Das war der Anfang vom Ende für Arthur Thompson.
Am 17. August 1991 gab man Thompson Jr. in Vorbereitung seiner Entlassung 48 Stunden Freigang. Er fuhr nach Provenmill und hielt im Provenmill Inn an. Er konnte es nicht erwarten, sich an einer ganzen Reihe von Gangstern zu rächen. Ich war in einem Pub in dieser Straße hier. Er hatte eine Liste mit Namen von Leuten, die er töten wollte. Er zeigte sie herum, tönte, ich erschieße diesen, ich erschieße jenen, schaut euch das Messer an. Er hat dafür bezahlt. Thompson Jr. wollte noch am gleichen Abend seinen Vater besuchen. Das Haus seines Vaters war am einen Ende der Siedlung und Thompson Juniors Haus am anderen. Es gab eine Unterführung, doch Thompson Jr. entschied sich, lieber den kürzeren Weg auf der Straße zu nehmen. Mit einem schallgedämpften Revolver wurde dreimal auf Arthur Thompson Jr. geschossen. Eine Stunde später wurde er für tot erklärt. Der Tod von Arthur Jr. war so etwas wie das Ende einer Ära. Es war so, als würde die nachkommende Generation übernehmen mit den Worten: Gib auf, alter Mann, dein Sohn war ein Witz. Wir haben ihn ausgeschaltet. Wer hatte Arthur Thompson Jr. auf dem Gewissen? In der Gerüchteküche der Unterwelt brodelte es gewaltig. Es ging dieser Gefängnistratsch rum. Wer könnte es getan haben, bla bla bla. Und dann machte der Name Paul Ferris die Runde. Ferris und Bobby Glover wurden zum Mord verhört und dann wegen einer anderen Straftat angeklagt. Während Ferris im Gefängnis bleiben musste, wurde Glover gegen Kaution freigelassen. Zwei Wochen später rief ein nervöser Glover bei Journalist Stephen Wilkie an. Es war der Abend vor Thompson Juniors Beerdigung. Doch Thompson Jr. entschied sich, lieber den kürzeren Weg auf der Straße zu nehmen. Mit einem schallgedämpften Revolver wurde dreimal auf Arthur Thompson Jr. geschossen. Eine Stunde später wurde er für tot erklärt. Der Tod von Arthur Jr. war so etwas wie das Ende einer Ära. Es war so, als würde die nachkommende Generation übernehmen mit den Worten: Gib auf, alter Mann, dein Sohn war ein Witz. Wir haben ihn ausgeschaltet. Wer hatte Arthur Thompson Jr. auf dem Gewissen? In der Gerüchteküche der Unterwelt brodelte es gewaltig. Es ging dieser Gefängnistratsch rum. Wer könnte es getan haben, bla bla bla. Und dann machte der Name Paul Ferris die Runde. Ferris und Bobby Glover wurden zum Mord verhört und dann wegen einer anderen Straftat angeklagt. Während Ferris im Gefängnis bleiben musste, wurde Glover gegen Kaution freigelassen. Zwei Wochen später rief ein nervöser Glover bei Journalist Stephen Wilkie an. Es war der Abend vor Thompson Juniors Beerdigung. Er war ein ängstlicher Mann. Keine 12 Stunden später sah ich ihn wieder. Bobby Glover saß auf dem Rücksitz eines Autos. Er hatte eine 22er Kugel im Kopf und eine 38er in der Brust. Am Morgen der Beerdigung wurde Bobby Glover ermordet in seinem Auto aufgefunden, zusammen mit einem weiteren Paar Juniors abgeladen. Viele vermuteten, die Tat ginge auf Thompson Seniors Konto. Für diesen Schlag nutzte Arthur Thompson noch einmal all sein Ansehen und all seine Macht in der kriminellen Szene. Es war eindeutig eine Racheaktion, spektakulär durchgeführt, und sein Sohn war nur 5 Wochen zuvor ermordet worden. Thompson Jr. lag kaum unter der Erde, als die Polizei ein letztes Mal im Ponderosa House eine Razzia durchführte. Sie fand nichts, was Thompson Sr. mit dem Morden an Hanlon und Glover in Verbindung gebracht hätte. Der Fall blieb ungelöst. Paul Ferris wurde im Fall Thompson Jr. wegen Mordes angeklagt. Die anschließende Gerichtsverhandlung war die längste in der Geschichte Schottlands. Am Tag der Verurteilung hielt ganz Glasgow den Atem an. Paul Ferris wurde in allen Punkten freigesprochen. Anschließend lief er sofort zum Journalisten Stephen Wilkie. Er sagte, er käme nur zu uns Presseleuten, weil wir ihn nicht erschießen würden. Wir waren sozusagen Pazifisten. Er wusste, wenn er mit uns in ein Hotel ginge, würde er am nächsten Morgen noch leben.
Der Überlebenskämpfer Ferris ist auch heute noch am Leben. Er hat